So, Bastian Pastewka ist bei uns, den wir noch mal sehr herzlich begrüßen. 47 Jahre alt. Ne? Diese Zahl ist falsch. Ist das richtig? Hier steht 46. Da muss es stimmen. Dann muss es stimmen, aber nicht. Ich werde 47. Du wirst 47. In diesem Jahr, gerade erst. Und wie April, glaube ich. Und du hast gesagt, ich bin ein bisschen beleidigt, dass ich schon 47 werde. Ja, ich werde älter. Das ist echt. Ja. Ja, da wird gelacht. Das ist für mich ein schwieriges Thema mitunter, ja. Ich bin so ein bisschen beleidigt, dass ich jetzt älter Wirklich? Werde. Ja, es geht aber noch. Also ich hab zum Beispiel noch tolles Sehvermögen. Mein Augenarzt sagte von mir, ich habe auf einem Auge 120% Sehkraft. Ich sehe mehr, als überhaupt da ist. Ja. Auf dem anderen habe ich dummerweise nur 80. Ja, ist ja nicht immer Aber ich muss tatsächlich noch keine Brille tragen, hat man mir gesagt. Ich okay. Glück. Ja. Und Lesebrille auch nicht? Nein, auch nicht. Es geht noch alles. Wirklich? Alles voll funktionsfähig. Ja, ich sehe noch viel. Kommt meistens kurz vor 50. Also die ja, das sagt mir auch dann sofort jeder, wenn ich das so erzähle in der Runde. Ich kann das nicht nur erzählen, genau. Ich kann das bestätigen. So, die dann sagen sofort, ja, das kommt über Nacht. Ja. So die Vorstellung, dass man über Nacht so komplett blind ist. Also ich weiß nicht, wie es bei... Nee, nicht blind, aber nicht mehr richtig lesen kann. Ja. Und es gibt, ich kann dir, wenn du einen Tipp brauchst, bitte. Ich kann dir verraten, wie man es machen muss, dass es einfach wirklich nicht sofort auffällt. Du bist ja ständig dann im Fernsehen. Die Buchstaben Markus Lanz ganz groß schreiben. Zum Beispiel. Man muss die Buchstaben groß schreiben. Und wenn man dann so Zettel ansieht, Marcel kennt den Trick bestimmt auch, du musst einfach sozusagen, du darfst nicht so machen und dann so. Das ist fatal. Ja. Du musst direkt auf die richtige Position. Direkt. Dann fällt es gar nicht auf. Ich fange inzwischen an, einfach um mich auch erwachsener zu geben, dass wenn ich irgendwie einen Zettel in der Hand habe, dass ich den automatisch so ganz weit weghalte und so tue, als würde ich nicht lesen können. Ja. Dabei kann ich den auch super lesen. Wenn du im Restaurant die Speisekarte dem Nebentisch zum Halten gibst, dann weißt du... Haben Sie diese Tafel noch? Das ist herrlich. 9. Staffel Pastewka. Ja, tatsächlich. Bastian, und wir sind dabei. Ja. Also, die 9. Staffel beginnt exakt in diesem Studio. Verrückt. Und wir sitzen zusammen und unterhalten uns. Irre. Das kann man kaum glauben, aber so ist es ja. Wir haben in unserer Serie immer wieder prominente Gäste. Und in diesem Jahr hat alles getoppt, der Auftritt von Markus Lanz. Und das meine ich ganz ernst. Nein. Das meine ich komplett ernst. Nein. Das ist natürlich alles wieder komplett gelogen. Ist die Wahrheit. Du musst einmal kurz, wir zeigen nur einen ganz kleinen Teil davon. Ja. Aber du musst vorher kurz sagen, was die Vorgeschichte ist, weil sonst versteht man das, glaube ich. Die Vorgeschichte ist, dass Bastian am Ende der letzten Staffel von seiner verhassten Schwägerin, die schwanger war, das Kind entbunden hat, weil nur er da war. Es war eine kleine Katastrophensituation. Das wird innerhalb unserer Serie erzählt, wurde von irgendeiner Fernsehkamera gefilmt und ging dann viral durch die Welt. Okay. Und deshalb hat Markus Lanz Bastian eingeladen. Das ist die Fiktion, die wir erzählen. Absolut, weil wir auf jede billige Nummer sofort draufspringen. Okay, natürlich. Und das sieht dann so aus. Schauen Sie mal. Nein. Als Held würde ich mich nicht bezeichnen, nein. Na, aber das war schon was. Markus, ich habe nur meine Pflicht getan, wie jeder andere Mensch. Nein, da muss ich dir wirklich widersprechen. Also, das war wahnsinnig gefährlich. Wir haben die Bilder extra noch mal vorbereitet. Schauen Sie mal. Wie du da oben auf diesem Auto sitzt, schau mal. Wirklich gefährlich. Und dann bei voller Fahrt, Sie haben die Bilder zu Hause natürlich schon oft gesehen, schmeißt du dir dann auch noch diese Warnweste weg. Ich habe mich immer gefragt, warum hast du das gemacht? Markus, ich muss dir sagen, ich weiß es nicht. Ich dachte in dem Moment wirklich nur an diese Frau und das Kind. Wie geht's der kleinen Mafalda eigentlich? Hervorragend. Sie ist ein munteres Kind, kerngesund. Sie schreit viel, aber das hat sie von der Mutter. Ja. Das müssen die schlimmsten Gäste für dich sein, oder? Solche Typen. Das ist irre. Übrigens war ich wirklich auf diesem Auto. Ich war wirklich, also das, was wir da gesehen haben, war nicht gedings. Ich war wirklich auf diesem Auto. Wir haben das gedreht in Köln, wo auch so die Alarm für Cobra 11 Szenen gedreht werden. Ne? Alarm für Cobra 11, diese Action-Serie, ne? Ja, wo die Tanklastzüge durch die Luft fliegen und so. Ja, ja. Die gibt es ja auch schon seit, glaube ich, 25 Jahren oder so etwas. Und da war auch das Stunt-Team von Alarm für Cobra 11. Und ich wurde hinterher tatsächlich dafür gelobt, dass ich wirklich da oben bei voller Fahrt. Und ich glaub, was heißt denn volle Fahrt? 15 Stundenkilometer. 15. Also, das dann da hätte ganz viel passieren können. Und ich bin auch über das Sperr, das sieht man in den Bildern nicht. Ich bin über, nein, das ist jetzt gar nicht komisch. Nee, volle Fahrt, bin ich bei voller Fahrt auch über das Auto durch und bin außen vorbeigeklettert. Ich war zwar so gesichert, aber ich habe das voll gemacht. Sehr gut. Wir haben das extra Spaß gemacht. So, und pass auf. Hugo Egon Balder taucht auch auf. Ja.
Und da geht es irgendwann darum, also Hugo Egon Balder, bitte, wir sind ja fast nach Mitternacht, richtig. Lädt ein zum großen Promi-Bumsen. Vollkommen richtig. Also wir, in unserer Fiktion ist es so, dass Hugo hat ja inzwischen wieder wahnsinnig viele Shows. Ne? Ja. Hugo ist ja ein alter Freund von mir. Ja. Und da es in Sat.1 jetzt schon wieder sowas gibt wie das große Promi-Mensch ärgert, nicht das Promi-Kegeln, haben wir gesagt, irgendwann kommt jetzt auch das große Promi-Bumsen. Wo Leute, die sozusagen innerhalb der Promi-Welt schwer vermittelbar sind, halt nochmal... Aber das muss sich jeder selber aussuchen, das haben wir nicht gezeigt. Aber es gibt eine Szene, wo er das vorstellt und schon so ein kleines Modell hat, wie die Show auszusehen hat. Ist das irre? Ja. Und du? Und es ist ein Hashtag geworden. Also seitdem unsere Staffel online ist, gibt es den Hashtag Promi-Bumsen. Das hat mir sehr gefallen. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwann wird es das geben, da bin ich mir relativ sicher. Also ich meine, es gibt ja Vergleichbares. Ich meine, Prominente laufen ja schon bei... Adam und Eva und so. Ja, genau, laufen ja schon nackt über die Insel und so. Schönes Konzept übrigens, aber... Ja, auch nicht so teuer. Für Leute mit 120% Sehkraft ist das nicht schön. Oder doch. Oder doch. Oder gerade doch. Oder gerade doch. Oder gerade noch. Und Hugo Egon hat, glaube ich, noch irgendwie zum Erfolg der Staffel beigetragen, hat ein Bambi gestiftet? Oder ja, was war das? Genau. Wir haben ja da unten eingeblendet gesehen. Ich habe in meinem Leben keinen Bambi bekommen. Wir haben halt nur hingeschrieben, er hielt den Bambi für Courage. Ist immer sehr lustig, nachher rufen die Leute. Weil du da bei voller Geschwindigkeit... Bei voller Geschwindigkeit, ne? Das war ja Wahnsinn, ne? Ja, krass. Ja, also ein Held würde ich mich nicht nennen. So, und bei voller Geschwindigkeit. Und da haben wir drunter geschrieben, er hielt den Bambi für Courage. Wir haben dann später die Idee gehabt, wir müssen diesen Bambi auch im On zeigen im Laufe der Geschichte. Ja. Aber wir kannten niemanden, der einen Bambi hatte. Ne? Und, du hast wirklich noch keinen Bambi? Ich habe keinen Bambi. Ich war noch nie auf einer Bambi-Verleihung. Einmal war das. Das Problem sein. Das könnte das Problem sein, wenn man da nicht hingeht. Ich war einmal auf der Bambi-Verleihung. Naja, das ist nur nebenbei. Aber Hugo Egon Balder hat gesagt, ich habe so viele, nimm doch einfach meinen. Ne? Und hat uns dann seinen Bambi zur Verfügung gestellt für unsere Serie als Requisit. Sie haben ihn hinterher wieder abgegeben. Was ist das? Ist dein Bambi, Hugo? Oh ja, mein Bambi, alles klar. War ganz schön. Gut. Ja. Ist das gut? Ja. Ist das gut? Und was ich großartig finde als Mitarbeiter hier des Hauses, dass du eine Arztserie im ZDF bekommst. Genau, das ist auch Teil der Fiktion. Super. Wir drehen nicht nur eine Sitcom, sondern innerhalb, es ist sehr kompliziert, aber innerhalb unserer Sitcom, die man übrigens in 5 Stunden durchgucken kann, ist auch noch eine Arztserie integriert. Ja. Also wir erzählen, in der letzten Staffel hat sich Bastian von Anne getrennt, von seiner ewigen Freundin. Ja. Die arbeitet ja in einem Krankenhaus. Jetzt erfährt Bastian, dass im ZDF eine Krankenhausserie gedreht wird. Und zwar genau just in dem Krankenhaus, wo auch seine Ex arbeitet, zu der er wieder hin will. Er will wieder zurück. Und deshalb nimmt er die Krankenhausserie an und spielt da so einen komischen ZDF-Arzt mit Seitenscheitel. Nur um sozusagen in den Drehpausen immer wieder zu seiner Ex zu gehen und sagen, du, ich habe hier was ganz Kompliziertes im Drehbuch, du bist doch Ärztin, kannst du mir dabei helfen? Und dabei legt er schon wieder so halb den Arm um sie. Ja, das ist sehr verzweifelt. Aber wie du das spielst, das ist so überzeugend, das ist so gut. Das also ich seh dich demnächst entweder in der Schwarzwaldklinik oder gleich oder auf nie dem Traumschiff. Wir schauen mal kurz rein. Sehen wir uns am Samstag am Kronensee? Na, wenn du bei der Regatta wieder nur Zweiter werden möchtest. Brigitte? Roman. Das ist eine Überraschung. Und cut! Jo, das lief doch gut. Prima, sehr gut. Niemand verletzt? Sag mal, hat der sich nicht zu früh umgedreht? Irgendwie stimmte der Rhythmus da nicht. Oh, Leo, kann ich noch eine haben? Das war irgendwie noch nichts. Ja, kommt. Das war nichts nochmal. Das Licht vom Walter ist doch gerade so schön. Und bitte. Brigitte. Und bitte. Brigitte. Und bitte. Brigitte. 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 Und cut. Wir nehmen die erste. So, danke. Drehschluss. Wie großartig. Ja. Das hat großen Spaß gemacht. Ja, herrlich. Ja. Guck mal her. Ja, Lies ist doch Dr. Frank, ne? Das ist Dr. Stefan Frank, der Schauspieler Sigmar Solbach. Und das war mein mentales Vorbild. Denn es ist einfach die beste Arztserie, die es je gegeben hat, ist Dr. Stefan Frank. Der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Also was, Entschuldigung. Das ist fantastisch. Da gab es 5 Staffeln, ich habe mir die erste noch mal angeschaut. Ja. Herrlich ist das. Ja. Ja. Und wir haben uns so ein bisschen davon inspirieren lassen, bei unserer fiktiven Arztserie. Hast du wirklich alte Dr. Frank-Staffeln zu Hause? Es lief lustigerweise, zu Ostern lief, glaube ich, bei RTL Nitro oder so etwas. Es lief die ganze erste Staffel von 6 Uhr früh bis Mitternacht. Die habe ich mir komplett aufgenommen. Das war super. Konnte man so
hintereinander weggucken. Ich habe auch ein bisschen geweint zwischendurch. Machst du? Weil der Titelsong ist ja von Roland Kaiser. Wir das stimmt. Alle, das sehr stimmt. Wichtig, ne? Ein Ende kann ein Anfang sein, auch für dich. Sehr schönes Lied. Denn direkt in der ersten Folge verliert ja... Bastian, wo du gerade dabei bist... Weil die Kamera gerade hier ist. Ich habe das vorhin bei dem Vorspann gesehen hier bei diesem Mal. Man sieht dich mit diesem leicht schleimigen Lächeln. Selbstverständlich. Und dann kommt diese Zunge auf die Unterlippe. Hast du das gesehen? Nee. Die Zunge auf die Unterlippe. Die Zunge. Ja, vielleicht können wir das ja, noch mal ganz kurz. Du siehst nicht so viel wie ich deshalb. Das ist extrem schmierig. Ja, wie muss man das machen? Man muss letztlich, also alle Soap-Darsteller müssen sich eindrehen. Ja. Ne? Man muss immer so kommen und dann muss man so tun, als sei das jemand, den man kennt. Ne? Da ist die Kamera. Pass auf, ja. Jetzt kommt. Hi. Dann muss man das Gesicht ganz lange so halten, damit da die Schrift runter ist. Ja, das läuft super. Das ist ein super Effekt. Super Effekt. Hätte ich gerne mal pass gemacht, auf, aber ich wurde nie gefragt für sowas. Aber die Zunge hat mich so überzeugt. Pass auf, wir zeigen das nochmal. Aber wir können es noch ein bisschen seriöser machen. Das habe ich gar nicht gemerkt. Ja, das ist mir direkt aufgefallen, ja. Die Zunge. Die zärtliche Zunge. Ich mache es mal in Zeitlupe. Vielleicht kommt es dann einigermaßen rüber. Pass auf, hier ist die Kamera und hier läuft's. Also ich wäre geil, wenn ich mir jetzt selber zuschauen würde. Oder auch nicht. Ist das gut? Aber manchmal wird man von der Wirklichkeit überholt und dann ist Florian Silbereisen Kapitän auf dem Traumschiff. Zack. Absolut. Oder? Absolut. Verrückt. Aber das, ich glaube, der Florian wird das super machen. Ja. Ja, ich meine, es ist der Traumschiffkapitän. So und ich meine, in jeder Traumschifffolge gibt es so wahnsinnig viele Überraschungen. Und er muss doch letztlich, also ohne dass ich jetzt der heiligen Rolle des Traumschiffkapitäns zu nahe treten will, ja. Er muss doch das machen, was er sozusagen nebenan beim Frühlingsfest der Volksmusik auch macht. Er muss doch sagen, liebe Freunde, ich habe eine Überraschung für euch. Und dann kommt auch ganz, ich meine, Helene Fischer war ja auch schon auf dem Traumschiff und viele andere und Inka Bause und Harald Schmidt und Till Schweiger und so, die kommen doch auch letztlich alle in vergleichbaren Sendung vor. Also wo ist der Transfer, außer dass das Ganze auf dem Schiff ist? Du hast doch Florian mal gespielt, ne, oder nicht? Nie. Nein. Nie. Ich habe ihn noch nie kennengelernt. Du und Anke Engelke, ihr wart... Wir werden oft verwechselt, aber Anke Engelke hat... Nein. Also, Wir hören mal kurz rein. Das ist sehr nach Florian Silbereisen aus. Ja, schau mal bitte hier. So ja. Ach, ich bin gespannt, was hast du denn da jetzt? Eines Morgens im Dezember, so lang ist's noch nicht her, da war mir noch so bitterkalt. Doch ich betete zum Herrgott, so konnte es nicht weitergehen. Lieber Frühling, bitte komm doch bald. I've been looking for Frühling. I've been looking so long. I've been looking for Frühling. Hallo? Till the search goes on. Ja, damals waren Anke und ich, wir waren Wolfgang und Anneliese, das Traumpaar. Wolfgang und Anneliese. Und wir hatten tolle Hits wie H-I-I-M-A-T. Ja, das heißt Heimat, da, wo man mich so gern hat. Herrlich. Und wir sind immer durch diese Kulissen rumgelaufen. Es waren natürlich alles bezahlte Komparsen. Also alles Leute, ne, die gar nicht freiwillig zu uns kamen. Die Leute, die unten noch geschunkelt haben? Ja, natürlich, die haben wir natürlich alle, ne, weil wir sind ja keine echten Volksmusiker. Ne? Ja. Es war alles nur geklebt, der Bart. Und, so, ja. Ne? Und wir haben denen das halt erklärt, was wir hier machen, sind da immer so durchgelaufen. Das war sehr schön. Und alle sind da immer so auf dem Punkt so mit ihren Biergläsern. Durchgelaufen und so. Das wirkt alles sehr zufällig, ist aber tatsächlich alles choreografiert. Die waren alle nicht echt, diese Leute? Nein, da war niemand echt. Also es waren echte Leute, aber Leute, ja, die wussten, klar. Ja, dass sie mit uns da eine ganze Nacht in diesem Studio verbringen, weil wir immer wieder auf Anfang alles gemacht haben, weil wir uns versungen haben und die falsche Kamera oder so. Das war alles das letztlich gut. Wie eine fiktionale Show aufgezeichnet. Ich glaube, heute mit einem Hit, der da heißt H-E-I-M-A-T. Ja, das heißt Heimat. Ja, genau. Da kann man weit kommen. Ja, kann man weit kommen. Heute? Ja. Geht da was? N-A-C-H-H-A-U-S-E, das heißt nach Hause, die Hektik hat dort Pause. Das waren die großen Texte von Wolfgang und Anneliese, die mir jetzt wieder einfallen. Ja. Ist das schlimm. Wir haben es aber auch beendet, als wir alle Songs auswendig konnten. Also ja. Da war es dann irgendwann gut. Aber das Lied ging noch weiter. Der Höhepunkt war hier nämlich, das war die einzige Frühlingsshow. Wir haben zwei Weihnachtsshows gemacht und eine Frühlingsshow. Und wir haben das deshalb I've Been Looking for Frühling gemacht, weil David Hasselhoff, der echte David Hasselhoff, plötzlich von der Seite reinkam und mitsang. Das war unsere Eröffnungsnummer. Danach stand der Saal. Aber es waren eh alles gekaufte Leute, die es vorher wussten. Ja.
Das war das Problem. Aber der Hesselhoff war echt. Ja, der echte Hesselhoff. Okay. Der echte Hesselhoff war da. Ja, okay. Sag mal, als die vier Jungs, die mit dir angefangen, ihr wart fünf, als ihr angefangen habt mit dieser kleinen Theatergruppe oder vier? Meine Comedy-Gruppe bestand zuerst aus vier, dann aus drei Leuten. Okay. Genau. Also ein Riesenerfolg, aufsteigende Tendenz. Ja, auf jeden Fall. Da sehe ich, pass auf, das ist doch Bernhard Hohecker, den wir da sehen, ne? Oh Gott, ja. Richtig, das ist richtig. Das ist ein Bild, was ich eigentlich durch meine Anwälte lange habe sperren lassen. Ja. Das sind meine Freunde Bernhard, Oliver Kalroth und ich, weil das war unsere erste Show. Sie spielte nicht auf der Reeperbahn, wie dieses Foto möglicherweise. Das sollte nur verrucht wirken. Das da wirken, unten ja? ist tatsächlich Bernhard Hohecker, mit dem ich zusammen schon in der Schule war. Und das war meine erste Gruppe. Und wir sind überall rumgelaufen und haben natürlich auch auf der Reeperbahn gespielt, in der Schmidt-Mitternachtsshow, für kein Geld. Und das haben wir sehr oft gemacht. Also für kein Geld. Ja, das war zu einer Zeit, als wir zu Recht, wenn wir dieses Foto angucken, nicht bekannt waren. Und in dieser Zeit sind wir überall da aufgetreten, wo andere sich umgezogen haben. Und es kamen auch, wir sind in Mülheim an der Ruhr, war der Höhepunkt, war gar kein Publikum da. Es kam keiner, aber wir haben trotzdem gespielt. Einfach, weil wir dachten, dann ist es für uns noch mal schön. Ja, ja. Was machen denn die anderen beiden, Bastian? Die haben einen guten Beruf bekommen. Der Kollege Kalroth Wenzel rechts im Bild ist ebenfalls Comedian. Der hat bei Was guckst du bei Kai Jana immer den Sidekick gespielt. Ah, okay. Und der Herr im Ringelpulli mit dem breiten Grinsen hat Gott sei Dank einen richtigen Beruf. Ein Traumschiff. Nein, er hat einen richtigen Beruf erlernt mittlerweile. Was ist in der Schweiz. Der ist Meteorologe in der Schweiz. Meteorologe in der Schweiz? Ja. Ich wusste gar nicht, dass Jörg Kachelmann mal solche Ringelpullis getragen hat. Ja, so ungefähr. Ja. Aber nein, der hat einen richtigen Beruf erlernt. Wir anderen sind sozusagen im Kasper-Business. Haben wir weitergemacht. Hast du noch viel Kontakt zu Bernhard Hohecker? Zu allen. Wir sind immer noch nach wie vor sehr gut befreundet. Ab heute Abend wahrscheinlich nicht mehr, wenn wir dieses Bild... wenn diese Folge ausgestrahlt wurde, kriege ich ein paar Anrufe. Bernhard hat auch einen riesen Weg gemacht, finde ich, ne? Ja, auch optisch. Ja. Guck mal, wie ging es dann weiter? Ihr wart auf diesem Bild muss 93 entstanden sein. Ja. Mülheim, genau. Ruhr, keiner da? Keiner da. Wir sind auch in Hamburg aufgetreten, nicht nur auf der Reeperbahn, sondern auch unweit von Hamburg entfernt, etwas weiter außerhalb. Pinneberg? Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, muss ich wirklich sagen. Was war jetzt eine Dame, es war eine Dame, die so ein alternatives Theater hatte und die wirklich sehr viel mit Alkohol experimentierte in der Zeit und auch Rauchwaren, und zwar schweren. Und auch da waren Leute im Publikum, wo wir alle dachten, das ist Olli Dittrich, wenn er einen Kiffer spielt. Ne? Das waren so Typen, ihr macht das total super, das ist fantastisch, was ihr da spielt und so. So Typen, weil ihr macht da so Parallelwelten auf und so. So Typen waren da im Publikum. Ne? Und wir haben natürlich in der Gästewohnung der Veranstalterin haben wir auch geschlafen. Ne? Also mit den vier so in zwei Betten. Ne? Ja. Und nachts kommt die Veranstalterin rein, so um zwei ist ne, auch, ne, sie hat viel auf sie der hat Reise viel nach irgendwo. Auf der Reise nach irgendwo und schenkt uns mitten in der Nacht, wir haben schon geschlafen, schenkt uns eine Schallplatte von Heino und geht wieder. Tür zu, wir haben dann weitergeschlafen. Am nächsten Morgen kommen sie und sagen, wo ist eigentlich meine Heino-Platte? Ach hier, ja, scheiße, komm. Also wir haben wirklich schlimmste Sachen in dieser Zeit erlebt. Aber es waren eben die Anfänge und die waren lustig. Großartig. Und wann ging es dann rein ins Fernsehen? Das war beim WDR dann die Geschichte? Ja, genau. Das war 1995, habe ich eine Jugendsendung im Westdeutschen Rundfunk. Da war ich Teil, ein ganz, ganz kleiner Teil einer Jugendsendung des Westdeutschen Rundfunks, die tatsächlich wöchentlich lief. Okay. Die wurde moderiert und ich hatte da so eine lustige kleine Rubrik, in der ich auftauchen durfte. Woche für Woche. Dein letzter Versuch, seriös zu sein? Nee, das war, da habe ich auch schon gedacht, ich bin wahnsinnig lustig. Ja. Und das war ein Irrtum. Nein, ganz im Ernst. Ich habe da erstmal in dieser Sendung, dafür bin ich dieser Sendung sehr dankbar, alle Fehler machen dürfen, die man erstmal macht, wenn man als Komiker, der so aussieht, vor die Kamera tritt. Vor die Kamera, das ist immer ein Unterschied. Wenn man auf der Bühne ist, merkt man irgendwie an den Reaktionen des Publikums, aber die Kamera funktioniert nochmal ein bisschen anders. Und da war diese anderthalbjährige wöchentliche Live-Sendung tatsächlich eine super Schule. Super. So, und von da ging es direkt zu Brisco Schneider? Genau, das als diese Sendung auslief, durfte ich dann zum Casting bei der Wochenshow. Und irre. Ja, und dieses Foto. Ist aber das. Ja, auch da hatte ich schon 120% Sehkraft. Ja. 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 Das war meine Rolle, ja. Ist das irre. Und das hat Spaß gemacht, das muss man wirklich sagen. Aber weil ein Granatenensemble um mich herum war. Also Anke Engelke schon mal, Ingolf Lück, Marco Rima, Markus Prophetisch, dann Annette Frier und so. Was Besseres kann man sich ja gar nicht wünschen für eine Sendung, die dann jede Woche lief. Und da war dann auch mal eben schnell Schluss mit meiner lustigen kleinen Rumpel-Comedy-Gruppe, weil eben diese Sendung mich total gefordert hat. Wir haben halt von Montag bis Donnerstag irgendwo, unabhängig vom zentralen Nervensystem, Sketche gedreht. Wir wussten auch gar nicht mehr, ist der schon gesendet oder müssen wir den noch drehen? Ne? Weil wir mussten eine Sendung von 50 Minuten jede Woche füllen. Und wir waren halt
permanent in lustigen Verkleidungen unterwegs. Ne? Also wenn wir einmal in einem Restaurant waren, haben wir direkt 8 Kellner-Sketche gedreht, für die wir dann auf 8 Sendungen verteilt haben. Okay. Ne? Und aber natürlich war nicht immer ich der Kellner beispielsweise, sondern die Bärte haben wir uns in Teilen so gegenseitig wieder gegeben, damit irgendwie der Nächste den Kellner spielen kann und dann war der andere wiederum der Gast. Ne? Also Anke und ich, wir hatten meistens war Dienstag war immer der Anke-Tag für mich, weil am Dienstag hatten die anderen irgendwas anderes zu tun, sprich sie wurden erfolgreich. Und Anke und ich, wir haben irgendwie am Dienstag meistens, dienstags war es immer, haben wir alle möglichen Sketche für die nächsten Tage und Wochen gut. und so gedreht. Und das hat uns sehr zusammengeschweißt. Hast du diese Klamotten noch, Brisco Schneider? Hast du die Klamotten? Ja, die sind noch irgendwie, diese ganzen alten Figuren, Klamotten sind noch in irgendeinem Archiv. Aber sie passen mir nicht mehr. Ja. Weil die sehr eingelaufen sind, die sind oft gewaschen worden. Herrlich, herrlich. Gefährliche Bastian. Zeit. Ja. 9. Staffel, als was du kommen möchtest, eigentlich sollte mir Brisco Schneider irgendwann noch mal in die Sendung einladen, finde ich. Einfach nur hier, da musst du auch nichts sagen. Nur hier sitzen. Ich bin mir sicher, das willst du nicht wirklich. Doch, aber mit 120% Sehkraft, das wäre ganz groß. Danke dir ganz, ganz ich herzlich. Danke auch. Bastian Pastewka, 9. Staffel. Für die Hilfe. Ja, große Freude. Danke.